Grüß euch Leute, taut wieder hier und willkommen zurück zu einem neuen Tech Profile Video. Heute von unserem Pre- oder Release-Event. Ich habe es wieder mal geschafft, ich habe mir wieder mal eine Pre-Release-Winner-Karte abstammen können. Und mein zweiter Pre-Release-Ruffy, ich habe ihn an Kollegen verkauft direkt, aber das ist mein erster. Einfach mal für euch, einfach zum Wissen. Von der Transparenz her halt, das ist immer noch mein erster. Aber hier, wir haben wieder Ruffy bekommen auf jeden Fall. Und diesmal haben wir auch ein Pre-Release-Pack dazu bekommen. Zusätzlich zu den 6 Boostern, was als Winner-Preise gab. Zu denen kommen wir dann zum Schluss am besten. Leaderwahl. Wir hatten diesmal haben wir mal getestet, alle Leader erlaubt, bis auf 4 Stück. Dazu zählten Blue Croc wurde gebannt, Kid, Katakuri und Zoro. Also die 4 hatten wir auf der Bannliste. Ich habe mich dann einfach für Starter Deck Ruffy entschieden. Alla 5 kostet 5 Life Leader plus den mit den zusätzlichen Dawn Manipulation. Ihr werdet es dann sehen, das macht am meisten Sinn in diesem Deck. Das hat mich halt einfach dazu entschieden, dass ich es mache. Zum Rest des Decks, also bevor wir zum Deck gehen, mal mein Sideboard, mein mögliches. Hier mal meine One-Drops, wären hier quasi 2 Sanjis, ein Karu, ein Leo und eine Otama. Bei Leo mag ich überhaupt nicht, weil du deinen Leader dafür resten musst. Ist zwar ein schöner KO-Effekt, aber du musst deinen Leader resten und das ist in Pre-Release absolut tödlich. Otama, wie schon gesagt, die schlechteste Otama und ich habe heute keinen einzigen gesehen, was mit der Animal Engine herumgespielt hat. Karu, ganz interessant, aber für das habe ich einfach viel zu wenig Alabaster-Charakter gehabt. Dementsprechend komplett für nichts. Dementsprechend auch natürlich Cobra nicht brauchbar. Nami ist mir zu RNG-mäßig. Jack und Ippon Matsu waren so ein bisschen so Side-Deck-mäßig. Also Jack sowieso wegen Draw a Card on KO. Und Ippon Matsu habe ich gesehen, ein paar Leute spielen, was auch damit finished haben, deswegen wollte ich den einmal vielleicht mal probieren, wenn es gegangen wäre. Dann natürlich die Barockwerk-Lieder, also der Searcher plus Miss All, Golden Week, funktioniert ja nur mit einem Barock-Lieder. Dementsprechend, und vor allem ich habe ja fast keine Barock-Karten gehabt, von daher bringt sie den Searcher nichts. Genauso wie Stussy, absolut unnötig. Dann hier die Mama Kamel, war ich nicht überzeugt. Genauso wie Toko und Tonoyasu haben sie einfach nichts gebraucht in dem Bild gerade aktuell. Bei den Free Drops haben wir nochmal Black Maria. Ist so ein interessanter Effekt, aber viel zu langsam. Tom hat sie in dem Sinn jetzt auch nichts gebraucht. Ich habe sie gesehen bei Rainbow Ruffy Hawing gespielt. Du investierst swingst für 5 und du ramst einfach damit. Du hast so einen Charakter verloren, aber du ramst wenigstens Mr. Free. Suleiman zum Beispiel waren jetzt da Tech-Karten, aber ich habe mich dann dagegen geschieden, weil ich einfach ein bisschen anders gebaut habe. Dann habe ich noch Lao Chi und Machfisse rauslassen lassen. Lao Chi wäre für die Stats ganz gut gewesen, aber habe ich dann rausgenommen gegen sogar nochmal rausgenommen gegen andere Karten. Kann ich euch dann gerne sagen, warum. Aber auf jeden Fall, Lao Chis Effekt wäre nie zustande gekommen. Und Machfisses Effekt benötigt einen Dofi-Leader. Dann haben wir noch 2 Eis-Oni, komplett unnötig. Also ich gamble nicht auf die Combo. Ich meine, ich hätte jetzt da einmal, Spoiler nicht, ich hätte einmal die Playgrounds gehabt, aber ich gamble nicht auf das. Vor allem, wenn ich auch keinen Green Searcher, mindestens 2 davon habe. Dann bei den Events habe ich mich gegen einen Happiness Punch entschieden. Die Dofi-Familie. Dann einmal den Heavenly Fire habe ich gehabt. Zweimal das Gun Modoki, das waren die One-Drops hier. Flapping Fred wäre halt richtig nice gewesen, wenn ich einen Dofi-Leader gehabt hätte. Ich hätte sogar, wenn ich mehr Dofi-Family gezogen hätte, hätte ich sogar Dofi gespielt, aber leider zu wenig davon. Ansonsten wäre Flapping Fred sicher drin gewesen. Dann eben, wie schon gesagt, die Playgrounds und da wir keine Vivi spielen, ist das Enchanting Vertigo Dance eh für nix. Dann die Popper Gun habe ich auch nicht reingegeben, genauso wenig wie das Kolosseum. Braucht keiner. Also, wenn du keinen Rainbow Ruffy oder Rebecca spielst, brauchst du das Kolosseum nicht, von daher. So, das war jetzt mal das Sideboard. Und jetzt seht ihr, ihr werdet dann gleich sehen, warum ich mir für manche Sachen dagegen entschieden habe, vor allem gegen die 2K-Events. Ich hatte einfach so viel dermaßen Luck mit 2K-Counters und mit Blocker, das glaubt ihr mir nicht. Also, ich zeige euch das mal. Hier, schaut mal, ich habe hier in Free Drop einen Yokozuna.
Dann habe ich hier nochmal zwei Miss Merry Christmas, ein Ideo, ein Sabo, zwei, Entschuldigung, da kommt noch ein, plötzlich der erste Flexpot, so. Sabo und zwei Pound. Das sind allein schon so 4, 6, 7 Blocker. Dann habe ich noch als Flexpot habe ich noch ein Bartolomeo, was ich als Blocker und 2K machen kann. Also das wären schon mal 8 mögliche Blocker. Dasselbe bei den 2K-Counters. Da haben wir einmal Cosa, einmal Viola, einmal Adios, einmal Sasaki aus normalen Pack, aus dem Pre-Release-Pack nochmal ein Sasaki, dann die Unglücksvögel, eine Hiyoshi, ein Bechi und noch eine Amande. Das sind auch nochmal 2, 4, 6, 8, 9, also schon mal 9 2G-Counter plus zusätzlich hier noch der Flexpot. Also jetzt, ich glaube, ihr dürft dann langsam verstehen, warum ich mich gegen die Events entschieden habe. Wenn ich so viel Tugel-Counter und so viel Blocker habe, dann brauche ich das einfach nicht. So, kommen wir mal zu den anderen Karten. Was ich leider nie ausspielen konnte, war Sugar. Aber jetzt rein deswegen für einen On-Play-Effekt reingekommen, könnt ihr trotzdem außerhalb von Doffy spielen und sie ist sonst ein One-K-Counter. Hanger habe ich zum Beispiel einmal ausgespielt zum Handfixen. Also der ist rein zum Handfixen, den habe ich komplett übersehen gehabt beim Vorbereitung. Da muss ich eher viel mehr auf solche Effekte schauen, Leute. Also das hat mir eiskalt erwischt gehabt. Und hier sind die zwei Karten, was ich gegen für Lao Chi und Machfisse austauscht habe. Das sind einfach Kyros und Chaka. Einfach drei Cost-Bodies mit 5000er Statline. Weil Lao Chi und Machfisse spielt sie es auch hauptsächlich für Bodies. Also, und warum soll ich es nicht als Free-Cost spielen? Ich will sowieso immer First gehen und da habe ich dann zusätzlich noch, wenn es ist, ein Turn-2-Play. Dann zusätzlich zu den Turn-2-Plays habe ich noch zweimal Moscato, der was für einen dann Attached einen Ding kriegt, einen Banish kriegt. Oder Barbarois, was nochmal zusätzlich einen 1000er-Counter kriegt, wenn ihr weniger Leben als euer Leader habt. Und allein schon die drei Karten plus meine MVPs des heutigen Tages, Daddy's Masterson und natürlich, was auch dazu mit reingegeben hat, war Page One. Ich habe hier 6 Karten, oder also 6 Karten, was sie dann brauchen, eine angelegte, um ihre Fähigkeit zu aktivieren. Also das war perfekt für Ruffy, also allein der Don-Manipulation mit Ruffy war einfach super, aber die Daddies waren einfach so brutal. Die ersten beiden Games hatte ich wirklich das Glück, dass ich beide Daddies in der Starthand hatte. Das heißt, ich habe Back-to-Back habe ich Daddies einfach mal reingebuddert in den Gegner, also das war brutal, das war richtig brutal. Und ansonsten habe ich einmal gut Board aufpacken. Ich habe übrigens noch einen Four-Drop vergessen, den guten Olambus. Dann bei dem 5-Cost habe ich nicht mehr so viel gehabt. Da habe ich nur einen Banana Runner, Banana Gator und dann Randolph gehabt. Dafür habe ich bei den 6-Drop Vanillas Glück gehabt, muss ich sagen. Da habe ich einmal aus dem Pre-Release Pack, das wir dazu gekriegt haben, einen Kuro gekriegt, also das ist meine zweite Pre-Release-Karte. Dann nochmal ein Kuro, nochmal ein Kuro. Dann haben wir nochmal als Vanilla ein Oimi und Kasi und noch ein Berloli. Und zu guter Letzt im Six-Drop-Event heute leider nie ausgespielt. Und tut mir leid, dass ich die Lache jetzt diesmal nicht mache. Aber ich will einfach meine Stimme schonen den guten alten Trayballs. So, Duffy. Ich habe es jetzt nur leise gemacht. Und ja, der gute Trayball kam heute leider nicht zum Einsatz. Dann noch zu guter Letzt, wir sind gerade bei den letzten 4 Karten. Es geht jetzt ziemlich schnell. King. Super stark. Also dann natürlich fürs Endgame super stark. Eine Yamato. Habe ich heute zweimal ausspielen können und zweimal wirklich gute Targets gehabt dafür. Übrigens, ich habe heute auch übrigens zweimal Sabo ausspielen können. Also das war auch schon mal eine Premiere. Letztes Mal habe ich den gar nicht ausspielen können. Und bei den Events habe ich natürlich das 5-Cost-Event, the weak do not have the right to choose how they die. Einmal, das habe ich leider nur einmal gezogen gehabt, aber super stark im Pre-Release. Und ich habe mir einmal dafür entschieden, wenigstens einmal die Barrier reingeben. Allein schon auf den Trigger. Also ich glaube, ich habe sie einmal oder maximal zweimal für ausgespielt, für Counter. Und einmal hatte ich den Trigger aus dem Live. Super, super nice. Also das war mein Pre-Release-Deck mein Seal-Deck mit dem, was ich hier jetzt da 4-0 ging. Weil wir waren ja noch 4 Runden, wir waren 24 Leute und nach 4 Runden waren wir, war ich als einziger zu 0. Dementsprechend haben wir das Turnier beendet ab dem Zeitpunkt.
Und sonst, wenn mein Spielnachbar, der was 8:0 stand, gewonnen hätte, dann hätte man noch eine fünfte Runde gespielt. Aber so habe ich das Turnier in vier Runden geschafft gehabt. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, fairer fand ich die Option mit Rainbow Ruffy only, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja gespannt, der soll ja jetzt kommen zu uns auch in englischen Bereich, also das wurde ja schon angekündigt, vor allem auch mit, wie heißt der Schauspieler, Nanaki, der Real-Life-Ruffy-Schauspieler, so gibt es ja eine Art dann von Rainbow Ruffy eben mit ihm drauf. Und die Frage ist, bringen die wirklich das 1:1 das Event, was sie, also das Sealed-Event, was sie dort haben, oder ändern sie einfach die Pre-Release-Regeln, dass du nur mehr den Rainbow Ruffy spielen kannst. Ihr könnt es mir gerne nochmal, wir können gerne hier nochmal wieder die Diskussion starten. Habt ihr zu euren Release auch Rainbow Ruffys gespielt? Oder habt ihr mit freier Liederwahl gespielt, mit Bandliste, weil Kid wurde wahrscheinlich und Zoro wurden wahrscheinlich überall gebannt. Kid wäre einfach zu brutal gewesen. Und vor allem, wir hatten auch wirklich neue Spieler dort. Also die haben nicht einmal einen Leader dabei gehabt. Die waren komplett neu, zwei komplett neue Spieler. Und allein schon wegen dem Punkt, wenn da komplett neue Spieler hinkommen und du hast freie Liederwahl, die sind so dermaßen im Nachteil und wissen nicht, was abgeht. Da finde ich doch Rainbow Ruffy viel fairer. Auch wenn die viele Leute sagen, ja, ihnen fehlt dann die Leader-Ability, bla bla bla. Aber du hast so viel mehr Optionen durch den Rainbow Ruffy im Deckbuilding. Es ist jetzt Jammern im hohen Niveau, ich weiß. Und ich verzöge einfach nur das Opening hinaus, aber das gehört auch mal gesagt. So, wir fangen mal an mit den Pre-Release-Stamp-Karten. Was hätte ich denn da noch gekriegt? Ich hätte da noch einen Olympus. Und nochmal Randolph, auch zwei gute Karten auf jeden Fall. Wären auch super reingepasst. Wäre wahrscheinlich wieder irgendwas low-mäßig geflogen. Und ihr merkt schon, ich bin eher mehr so der Spieler, was da jetzt immer so richtig high gegangen ist. Also bei, vor allem in dem Set, wenn ihr die Vanillas erstmal 5-Cost anfangen, warum sollen wir uns da groß herumtun mit den Low-Costs, oder? So. Fangen wir an mal mit dem Pack selber. Wir haben hier einen Olympus, ein Barbarois, ein Tom, ein Ibidmatsu, The Week, eine Otama, eine Barrier, eine Moscato, ein Baby Five, Suleiman, Kyros, und eine Super Rare Sir Crocodile, Akos Croc. Auch sehr stark. Funktioniert halt nur mit einem Baroque Rex, Leader oder eben mit Rainbow Ruffy im Sealed. Und vor allem im nächsten Sealed wird es dann wahrscheinlich wieder so sein, dass ihr wieder neue Bannlisten schreiben müsst wahrscheinlich. Und dann wird es wieder so sein, viel zu stark oder und bla bla bla. Ja, egal. Machen wir weiter. Kuro, Pound, Dellinger, Viola, Die Playgrounds, Law, Kosa, Sasuke, Vivi, Trueno Bastardo und Senor Pink. Oh, das Aldaton. Wir haben eines der Aldatons. Die sind ja, wie ihr seht, falls ihr das noch kein Opener 4 Opening gesehen habt, in Opener 4 gibt es keine, ab Opener 4 gibt es keine Dons mehr. Dafür gibt es in jedem Display zwei Alternate Dons. Und das ist auch sehr schön. So. Jinjiao, Kung Fu Robin, Black Maria, Giola, Ganmodoki, Miss Merry Christmas, Idio, der Diablo Jumbe, der Iceberg, Ruffy, Who's Who und Colorstrap. Solides Pack. So. Übrigens bei den Winner Packs, was heute gerippt wurden, war ein Altart Leader Profi dabei auch schon. Also eine Altart ist aus diesen, wo die Preise hier rausgenommen wurden, schon weg. Oh, ich habe jetzt gerade gespoilert, dass ich eine Super Rare habe. Ein Banana Gator, Olympus, Karu, Weakness, Vivi, Cobra Money, Perloli, das Kolosseum, Machfis, Hyodin, Dragon Twister Demolition Breath, Amande, oh, 7 Cost Ruffy. Nice, nehmen wir doch gerne mit. So. Dann weiter geht's.
Ravichan, Ibrimatsu, Ice Oni, Navarolz, Yokosuna, Dorfi Family, Randolph, Mr. Free, Eric, Moscato, Chaka, oh mein Gott, jetzt muss ich es machen, Leute. Oh mein Gott, wir haben die zweite Altart aus diesem Display. Und das ist mein zweiter Trayball. Also ganz ehrlich, Leute, ganz kurz nochmal genauer in die Kamera für euch zu halten. Die Altart sieht richtig, richtig nice aus. Alter, die ist richtig, richtig schön. Generell die Qualität der Altart ist Wahnsinn. Aber es ist halt einfach super, super schön. So, Last Pack. Hier werden wir sicher keine Altart. Wenn das jetzt ein 3-Hit-Booster ist und ich zwei der 3-Booster der Hits habe, dann werden sie mir einfach lynchen morgen beim nächsten Locus. Ich sag's euch. Cobra, Rocky, Viola, Miss Merry Christmas, Leo, der Vertigo Dance, Sasaki, Rebecca. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben die Altart und 3 der 7 Super Rares, was dort möglich sind. Oh mein Gott. Ich darf das Video gar nicht posten, Leute. Leute, das Video hat nie existiert. Oh mein Gott. Nicht nur, dass ich jetzt so lucky war und einfach mal das Event gewonnen habe. Ich bin auch noch ein dreckiger Lacker, was die Hits angeht. Also 3 Super Rares plus eine Altart ist halt einfach, boah, absolut crazy. Ja, auf jeden Fall eine Sache noch ganz kurz. Ich habe noch hier dieses Schätzelein. Und mit diesen Schätzelein will ich jetzt da Shorts weiterführen. Die Daily Pack Opening Shorts, die kann man gut bei euch an. Und ich habe mir überlegt, ich mache damit, dass ich dass ich jetzt 2 davon mache. Also immer nur 2 Packs pro Tag. Bei den Opel 03 war es so, deswegen, dass ich immer 4 gemacht habe, damit ich einfach schneller durch bin bis zum Release. So, für alle, die was bis hier jetzt da waren, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und bis dahin. Ciao.